Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Marktanalyse mit Max, präsentiert von XTB Online Trading. Mein Name ist Max Winke und bevor es losgeht, kommen wir wie immer zum obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich natürlich bewusst sein und ich betone an der Stelle, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. So, wir fangen erstmal an mit dem FED. Zinsentscheid war letztendlich nicht Ereignis und dann kommen wir zu den Marktreaktionen. Schauen wir uns alles im Detail an. Wir fangen mit dem DAX an und dem Nasdaq, gehen rüber zum Euro-Dollar und werfen dann abschließend nochmal einen Blick auf die Edelmetalle und ja die Ölsorte WTI. Also Fed-Zinsentscheid, das war gestern ein Nicht-Ereignis. Zinsen wurden wie erwartet nicht verändert und die Fed hat letztendlich nochmal das versichert, was wir ja bisher schon gehört haben, dass man letztendlich alle verfügbaren Mittel einsetzen werde, um die Erholung zu unterstützen. Und das ja hat für kurzfristigen Optimismus gesorgt. Aber die technische Lage hat sich eben deutlich verschlechtert und wir schauen mal auf die Reaktion beim DAX hin drauf. Also gestern Abend ging es hier nochmal relativ, sag ich mal, seitwärts etwas oberhalb von 12.800 Punkten. Das heißt, hier gab es durchaus eine starke Unterstützungsmarke, die wir ja auch schon aus den vergangenen Tagen kennen. Es gab eine Aufwärtstendenz, nochmal ein kleiner Anbruch während der Pressekonferenz. Und letztendlich war das eine ganz gute Grundlage für einen weiteren Anstieg. Der Widerstand hat sich hier aber gefestigt und jetzt verliert der Markt massiv an Boden. Wir wollen natürlich nochmal diese Reaktion hier nochmal in den größeren Kontext einordnen. Und da gehen wir mal rüber in den 4-Stunden-Chart. Wir sehen, dass wir hier einen starken Ausverkauf hatten. Und am Montag hatten wir hier ein Hoch. Das konnten wir auch überwinden am Dienstag, sind wieder hier runtergefallen. Und daraufhin hat eine zweite Verkaufswelle begonnen. Die 12.800-Punkte-Marke, die diente immer wieder als Unterstützung, wurde einige Zeit eben auch mal unterschritten, aber letztendlich war keine nachhaltige Zurückeroberung möglich. Das sah aber alles ganz gut aus, insbesondere in den kleineren Zeiteinheiten. Wir hatten hier mal eine inverse SKS-Formation, Nackenlinie wurde auch überwunden, aber es hat eben auf der Oberseite letztendlich nicht gereicht. Und einen ähnlichen Versuch hatten wir jetzt nochmal gestern, weil wir hier diesen Rückgang stoppen konnten auf der Höhe des Tiefs vom Vortag. Das heißt, man hätte hier mit einem potenziellen Doppelboden argumentieren können, mit der Chance eben auf einen stärkeren Anstieg oder vielleicht eben auf eine kurzfristige Trendumkehr oder halt übergeordnet für eine Trendfortsetzung. Auch das ist nicht gelungen und diese Entwicklung, die man hier sieht, die haben wir uns ja gerade schon mal im 15-Minuten-Chart angeschaut. Das heißt, der Markt stand hier an einem wirklichen kritischen Wendepunkt. Das heißt, entweder Trendwiederaufnahme oder Trendumkehr. Und es sieht eben so aus, dass als ob dieser Bodenbildungsprozess eben nicht so wirklich erfolgreich war. Und im großen Bild hat sich dadurch jetzt eben wirklich einiges geändert. Der 4-Stunden-Chart zeigt es. Der Verkaufsdruck nimmt massiv zu. Wir haben die 12.800-Punkte-Marke unterschritten und auch nochmal den 100er EMA durchbrochen. Ich scroll mal ein bisschen raus. Das ist das, was ich mal ganz gerne als Orientierung nehme. In der Vergangenheit gab es natürlich auch immer wieder starke Ausschläge nach unten, die letztendlich dann nicht so ganz nachhaltig waren oder nicht dazu geführt haben, dass der Trend umgekehrt wird. Aber es ist erstmal davon auszugehen, dass wir im 4-Stunden-Chart, also im größeren Bild, ganz klare Bedingungen für Shorts haben und dass letztendlich hier der Trend, der Aufwärtstrend, den wir seit Mitte März gesehen haben, dass der eben dabei ist, eben umgekehrt zu werden. Also mit dieser Kerze könnte das eben passieren. Wir haben natürlich bis 12 Uhr, bis die Kerze beendet wird, noch viel Spielraum, vielleicht auch nochmal die Chance auf eine positive Überraschung, aber das Momentum ist wirklich extrem stark und wir sehen letztendlich, dass der Markt hier weiterhin fällt. Das heißt, im großen Bild verändert sich was und da müssen wir natürlich nochmal in den Tageschart oder Wochenchart rübergehen, um zu schauen, wo sind die wichtigen Unterstützungsmarken.
Das ist die 12.440-Punkte-Marke. Wir sehen es eben hier aus dem Monat Juni, und Juli war lange Zeit ein Widerstand, dann eine Unterstützungszone, und das ist etwas, was natürlich dann angepeilt wird. Wir sehen natürlich, dass wir kurz davor sind, diese Marke vielleicht auch zu erreichen. Deswegen vielleicht auch noch ein paar Worte zur weiteren Unterstützung. Das ist dann die 200-Tage-Linie. Auf die konzentrieren sich natürlich auch die langfristigen Investoren. Wir sehen aber eben, ja, der Bruch oder der Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal, das Scheitern hier bei 12.800 Punkten, das könnte möglicherweise der Beginn etwas Größerem sein auf der Unterseite. Wir haben natürlich noch große und wichtige Unterstützung, die Schlimmeres verhindern könnten. Aber für die kurzfristigen Händler ist, denke ich mal, die Richtung klar vorgegeben. Das heißt, ja, wir müssen natürlich mal schauen. Aktuell hier reinzugehen ist natürlich, denke ich, keine gute Idee. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass sich der Markt vielleicht wieder stabilisiert, eine Aufwärtskorrektur wieder eingeleitet wird und dann der Markt vielleicht nochmal nach unten ansetzt. Also es ist natürlich, man hat noch nicht alles verpasst, sondern ich denke mal, das hier, was wir gerade sehen, könnte vielleicht der Auslöser für eine Trendumkehr sein. Und damit wissen wir letztendlich, dass die Bedingungen wieder ja, für Shorts sprechen. Das heißt, ja, wir müssen eben gucken, dass wir hier bei der nächsten Aufwärtskorrektur versuchen, wieder aktiv zu werden, und dass wir diesen Boden, diese versuchte Bodenbildung hier unten, dass wir diesen Bereich eben nicht zurückerobern. Ja, das heißt, irgendwo auf diesem Weg zwischen dem aktuellen Tagestief und zwischen diesem Bereich müssen wir irgendwo die Aufwärtskorrektur stoppen, um auf eine Trendfortsetzung wieder zu setzen. Das wäre das Basisszenario. Ich denke mal, die 12.440 Punkte, die könnten wir durchaus mal sehen. Zumindest noch eine weitere Annäherung im Laufe des heutigen Tages. Ansonsten, dieses Bullenlager könnte natürlich argumentieren, dass man versucht, sich günstig wieder einzukaufen. Wer kurzfristig unterwegs ist, der sollte da vielleicht eher die Finger von lassen, weil wir wissen, eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als eine Trendumkehr. Das gilt ja sowohl im Tageschart als auch im Minutenchart. So, was hat noch die Märkte bewegt oder was verschlimmert oder was verschlechtert die Stimmung? Wir haben noch mal ein paar Worte gehört von Präsident Trump gestern. Der hat nämlich den Big Tech Firmen gedroht, ja, dass man strenge Regulierungen einführen werde. Und ein Problem ist noch, dass man bisher keine Einigung gesehen hat, was das Corona-Hilfspaket angeht in den USA. Das ist ja auch etwas, was die Stimmung ein bisschen stützen konnte. Und des Weiteren haben wir eben nochmal die steigenden Infektionszahlen in, ja, nicht nur in den USA, sondern weltweit, haben nochmal ein Rekordhoch gesehen. Schauen mal kurz, ob wir hier nochmal eine Grafik haben. So, wir sehen also, dass die Zahlen ja weiterhin extrem hoch sind, neues Tageshoch oder Rekordhoch. Und bisher gibt es eben keine Anzeichen auf eine Verlangsamung oder eben eine Verbesserung, was eben hier die Infektionszahlen angeht. Ja, das belastet natürlich eben auch die US-Wirtschaft. Das heißt, es gibt erneute Einschränkungen, die gemacht werden müssen. Das heißt, es wird weniger konsumiert, die Firmen sind extrem eingeschränkt, und das spiegelt sich natürlich dann auch in dem Verbrauchervertrauen wider. Das haben wir beispielsweise gestern gesehen beim Verbrauchervertrauen oder vorgestern, soweit ich mich erinnern kann. Verbrauchervertrauen des Conference Board, 16 Uhr hatten wir hier am Dienstag die Veröffentlichung. Da gab es einen deutlichen Rückgang und auch eine Enttäuschung im Vergleich zu den Prognosen. Im Februar, da waren wir noch auf dem Rekordhoch oder nahe eines 20-jährigen Hochs. Und das heißt, auch hier sehen wir, dass sich das natürlich auch in den Verbraucherzahlen ja, widerspiegelt. Wir schauen jetzt nochmal auf die Reaktion vom Nasdaq. Das ist auch interessant. Nasdaq oder Tech-Werte natürlich extrem volatil, beziehungsweise auch volatiler als andere Indizes, wie beispielsweise der S&P 500 oder der Dow Jones. Und besonders heute könnte es interessant werden, weil große Tech-Firmen wie Google, Amazon, Apple und Facebook ihre Quartalszahlen präsentieren werden. Das heißt, die Tech-Werte sind hier natürlich stehen natürlich unter besonderer Beobachtung. Und was hier interessant ist im Vergleich zum DAX, ist, dass der
ja, der Nasdaq noch ein bisschen besser performt, aber auch hier gibt es Anzeichen auf eine mögliche Umkehr. Also wir notieren noch zwar nahe des 100er EMAs und oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone. Das sind die 10.500 Punkte. Also im großen Bild war das hier ist das die Untergrenze einer mehrwöchigen Seitwärtsphase. Und da müssen wir mal schauen, ob wir die eben verteidigen können. Wir sehen, dass wir hier ein tieferes Hoch ausgebildet haben. Gestern gab es nochmal den Anstieg, jetzt die Schwächephase im vorbörslichen Handel. Die Dynamik ist recht ordentlich. Sollten wir eben den 100er EMA durchbrechen, vielleicht eben auch die Unterstützungsmark unterschreiten, dann könnte hier eben auch eine Trendumkehr drohen des übergeordneten Trends. Also auch hier muss man sehr vorsichtig sein. RSI-Indikator jetzt im relativ neutralen Bereich, aber da sehen wir eben auch, dass auf der Oberseite einiges gefehlt hatte. Und vielleicht ist das eben auch so ein erstes Warnsignal dafür, dass eben vielleicht der Verkaufsdruck deutlich zunehmen könnte. Wobei beim Nasdaq natürlich noch nicht alles verloren ist, oder beziehungsweise da könnte man eben noch hoffen, dass wir vielleicht nochmal erneut hier auf Kaufinteresse stoßen. Das wird aber zu einem großen Teil davon abhängen, wie die Zahlen ausfallen, die eben heute veröffentlicht werden. Das heißt, die Charttechnik könnte möglicherweise eine zweitrangige Rolle spielen. Und die europäische Sitzung könnte natürlich hier eben vielleicht die Stimmung bestimmen, was natürlich nochmal ja, den vorbörslichen Handel angeht. Aufwärtspotenzial kann natürlich schnell freigesetzt werden, wenn wir eben hier nochmal ja, die jüngsten Hochs überwinden. Ja, das heißt, wir müssen einfach einen Bruch nach oben haben, um letztendlich mit einer Trendfortsetzung argumentieren zu können. Davon sind wir aber eben weit entfernt. Das heißt, übergeordnet wollen wir erstmal wissen, können wir die Korrektur irgendwo vor dem wichtigen Unterstützungsbereich stoppen, damit wir eine Chance haben, nochmal auf eine Trendwiederaufnahme. Sollte das nicht passieren und die Warnsignale nehmen zu, dann könnte ein deutlich stärkerer Rückgang folgen. Und da wären wir dann im Bereich der 10.000-Punkte-Marke. Das wäre etwas, woran man sich orientieren könnte. Wir haben nochmal das Tief vom Freitag hier bei 10.300 Punkten. Das könnte noch etwas sein, wo man vielleicht Unterstützung finden könnte, ist aber nicht wirklich stark. Ja, wir haben hier einen langen unteren Schatten. Hier gab es nochmal eine Reaktion. Ich denke, die 10.000-Punkte-Marke wäre etwas, was durchaus realistischer wäre, wenn die Bären wirklich die Kontrolle wieder übernehmen. Mal schauen. Also die Bären könnten schnell sich einen Vorteil erarbeiten, aber da muss eben noch ein bisschen was passieren. Also der Auslöser für Shorts, der fehlt mir noch. So, wir schauen jetzt mal auf den Euro-Dollar. Das letzte Mal haben wir darüber geredet, dass man natürlich vorsichtig sein sollte mit potenziellen Umkehrsignalen. Eine Trendfortsetzung bleibt immer das Basisszenario und das war gestern eben auch letztendlich eine gute Entscheidung, wer sich an, sage ich mal, an diese These eben gehalten hat. Auch wenn der Markt oder der Trend natürlich sehr, sehr fortgeschritten ist, gilt es halt immer, Korrekturen oder Dips zu kaufen. Ich habe mich aber auch in der gestrigen Analyse sehr skeptisch gezeigt gegenüber stärkeren Anstiegen vor dem Zinsentscheid, weil wir natürlich viele, ja, oder es gibt viele Anleger, die natürlich letztendlich eher vorsichtiger werden und natürlich abwarten, was letztendlich dann die Fed präsentiert und was der Fed-Chef eben dann natürlich zur aktuellen Lage sagt. Es gab ja die Pressekonferenz um 20:30 Uhr, aber letztendlich hat der Markt schon so eine Aufwärtstendenz aufgewiesen vor diesem Ereignis. Also es gab so eine Seitwärtsphase zwischen 1.1710 und 1.1740. Da konnte man sich dann nach oben befreien am Morgen. Dann sind wir wieder da reingerutscht. Und hier wurde eben der Dip oder die Korrektur wurde eben hier wieder gekauft. Es gab nochmal einen Ausbruch nach oben. Und letztendlich konnte der Markt dann auch kurz nach der Pressekonferenz nochmal oder erstmals hier die 1.18er Marke überwinden. Haben ein paar Punkte oder ein paar Pips darunter geschlossen. Dann gab es eine Korrekturbewegung und hier haben wir jetzt eben möglicherweise eine
ja, tiefere Korrektur gesehen, beziehungsweise ein tieferes Hoch. Und jetzt versucht der Markt eben herauszufinden, ob eine tiefere Korrektur droht oder ob man den Trend nochmal aufnehmen kann. Was natürlich für weitere Anstiege spricht, ist natürlich grundsätzlich die Situation, dass wir versichert bekommen haben von der Fed, dass wir eine sehr, sehr lockere Geldpolitik sehen werden. Das heißt, man hält an der extrem expansiven Geldpolitik fest und man ist möglicherweise auch bereit, eine höhere Inflation in Kauf zu nehmen. Das ist etwas, was ja natürlich die US-Währung schwächen dürfte. Kurzfristig könnte der Dollar aber eben auch überverkauft sein, weil wir natürlich im großen Bild schon sehr, sehr starke Anstiege beim Euro-Dollar gesehen haben. Also eine extrem starke Rallye und der Korrekturbedarf nimmt natürlich zu, je länger wir diesen Trend eben fortsetzen. Aber auch hier bleibt für mich eben noch der Auslöser aus. Ich würde mich eben kurzfristig auf die 1,1760 konzentrieren. Da gab es einige Kursbewegungen. Wir können diese Seitwärtsbewegung nochmal rausmachen. Das heißt, unterhalb der 1,1760 könnte man auf eine stärkere Korrektur spekulieren. Und danach möchte ich aber sehen, dass wir den 100er EMA unterschreiten und dass dann eben auch der kurzfristige 21er EMA oder 20er EMA nachrückt und dann mit einem Bruch, mit einem Crossover das Ganze bestätigt. Wir gehen nochmal rüber und schauen, wo wir das letzte Mal so eine Situation hatten, beispielsweise im Mai. Ja, das heißt stärkere Korrekturbewegung, neue Abwärtstrendstruktur. Das heißt, wir konnten keine höheren Hochs ausbilden. Wir haben höhere Tiefs, nee, tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Und das Ganze wird dann bestätigt durch ein Crossover und dann haben wir eben einen kurzfristigen Abwärtstrend oder im übergeordneten Bild die Möglichkeit auf eine stärkere Abwärtskorrektur. Solange das eben nicht ausbleibt und wir vielleicht nochmal hier die 1,1760 überwinden können, vielleicht nochmal den 20er EMA durchbrechen nach oben, dann gibt es immer die Chance auf eine Trendwiederaufnahme und eine Bewegung in Richtung 1,18 oder eben auch darüber. Das wäre das Basisszenario, aber auch hier, ja, da fehlt so ein bisschen was für ein bullisches Setup für meine Sicht. So, jetzt kommen wir zu den Edelmetallen. Wir schauen erstmal auf den Goldpreis. Der Goldmarkt profitiert natürlich von verschiedenen Faktoren. Einerseits das Versprechen oder das Versprechen der lockeren Geldpolitik. Wir haben letztendlich einen Markt, der mit billigem Geld überflutet wird und haben jetzt eben auch einen schwachen Dollar. Also perfekte Bedingungen für den Goldpreis. Vielleicht nochmal ganz kurzer Blick hier auf den Anleihemarkt und nochmal den Dollar. Also Gold grundsätzlich ganz klar im Aufwärtstrend, möglicherweise eine Übertreibung nach oben. Das ist jetzt eben die große Frage. Wir sehen aber bei der T-Note, dass die Nachfrage nach sicheren Anleihen weiterhin extrem hoch ist. Das heißt, im Umkehrschluss, die Renditen für Anleihen sind extrem niedrig und daher wenig attraktiv. Das heißt, Gold könnte hier eben nochmal ja, weiter steigen oder vielleicht, wenn eben die Anleger eben verunsichert sind, könnte der Goldpreis davon eben profitieren. Andererseits sehen wir eben, dass wir in den letzten Wochen eine sehr starke Dollarschwäche gesehen haben. Das heißt, eine schwache US-Währung vergünstigt das Edelmetall, also den Preis des Edelmetalls und bekräftigt natürlich nochmal die Rallye. Das dürfte vor allem in den letzten Wochen die treibende Kraft gewesen sein, denn bei der T-Note tendieren wir schon seit einiger Zeit seitwärts und beim Dollar haben wir eben die Schwäche gesehen. Ja, also Euro-Dollar, beziehungsweise können den Euro-Dollar auch umdrehen, dann hätten wir hier die Schwäche, ja, also den Rückgang des Dollars. So, wir schauen jetzt nochmal auf die kleineren Zeiteinheiten. Wir gucken mal auf den Stundenchart. Das war meine Analyse vom gestrigen Nachmittag. Ja, da hatte ich nochmal ein Webinar gezeigt, Marktupdate. Und da hieß es eben, oder da war eben die Frage, Trendwiederaufnahme oder tiefere Korrektur.
Wir hatten einen lokalen Widerstandsbereich bei 1960 Dollar, der sich gefestigt hatte. Den muss man natürlich überwinden. Das war auch möglich, aber so ganz überzeugend war das auf der Oberseite dann eben nicht. Wir haben hier oben, oder wir kamen nochmal hier in die Nähe des Allzeithochs, haben hier eine Schwächephase erlebt und jetzt rutschen wir wieder in diese Seitwärtsphase ein. Das heißt, ich würde auch hier erstmal abwarten, ob die Bullen genügend Kraft haben, auf der Oberseite diesen Bereich nochmal zu überwinden. Ja, wir verharren schon wieder in so einer Seitwärtsphase. Das heißt, ich will sehen, dass wir hier nach oben ausbrechen, und dann vielleicht eben, dass man versucht, entweder relativ schnell den Ausbruch zu handeln, oder man versucht eben bei einer Abwärtskorrektur, also Aufwärtsimpuls nach oben, Abwärtskorrektur, und dann versucht man irgendwo in den Markt reinzukommen. Man will ja immer, sage ich mal, günstig in den Markt reinkommen. Das heißt, das schauen wir uns vielleicht nochmal im kleinen Bild an. Hier beispielsweise. Hier hatten wir das. Irgendwann ändert sich etwas an der Trendstruktur und dann haben wir beispielsweise hier einen Impuls. Also Abwärtskorrektur oder vielleicht auch Trendbruch. Dann ist das Ganze nicht so wirklich geglückt. Ja, wir hatten hier so eine schöne Aufwärtskorrektur bis zu wichtigen Fibonacci-Retracements. Da kamen natürlich dann wieder die Bären ins Spiel. Das Ganze war nicht so ganz erfolgreich. Neuer Impuls nach oben, der über das lokale Hoch wurde durchbrochen, konnte man als Unterstützung nutzen. Und dann haben wir hier eine neue Pulswelle nach oben. Und wir sehen eben, dass man versucht, eben die Korrektur zu handeln, damit man eben in der Lage ist, seinen Stop-Loss ja so eng wie möglich zu setzen, und zwar unter das letzte Tief. Man kann natürlich auch Ausbrüche handeln, wenn man meinetwegen sagt, die Dynamik ist recht stark und vielleicht hat man vielleicht Sorge, etwas zu verpassen, ist aber immer damit verbunden, dass man ein höheres Risiko hat. Das heißt, man muss die Positionsgröße, wenn man es richtig macht, mit dem Risikomanagement ein bisschen zurückschrauben. Und so etwas möchte ich eben hier auch auf der Oberseite sehen, und zwar oberhalb von 1960 Dollar. Wenn das eben nicht passiert, dann ist erstmal weiterhin eine Seitwärtsphase angesagt oder es könnte eben ein tiefer Rückgang drohen. Und auf der Unterseite, da haben wir gestern auch noch ein paar Marken definiert. Es gibt viel Platz nach unten. Das ist das große Problem, weil wir eben einen unglaublich starken Anstieg hatten. Deswegen würde ich mich dann eben im Tagesschart auf die wichtigen Fibonacci-Retracements konzentrieren. Und da kann man dann beispielsweise einfach so runtergehen und sich die Marken dann eben angucken und schauen, ob der Markt irgendwo Unterstützung findet. Das wäre ja meine Möglichkeit eben für Shorts. Und kurzfristig, der Auslöser wäre dann eben hier dieser Bruch der 1945 Dollar. Ja, da haben wir extrem viele Bewegungen gesehen in dieser Woche, und sollten die Bären die Kontrolle ja, zurückerlangen, dann wird das natürlich nochmal ein Thema sein. Aber momentan würde ich vielleicht erstmal ein bisschen abwarten und wenn überhaupt mit kleinen Positionsgrößen arbeiten. Und aktuell, wir notieren unterhalb des 100er EMAs im 15-Minuten-Chart, deswegen würde ich sagen, dass die Bären einen kleinen Vorteil haben. Allerdings in dieser letzten Abwärtsbewegung haben wir wieder die Bullen, die Druck machen. Hier sehen wir einen bullischen Engulfing und einen weiteren Anstieg. Ja, also wir sehen, es geht hier hin und her. Die Anleger sind letztendlich auch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll. Und dementsprechend sollte man vielleicht einfach mal ein bisschen geduldiger sein und abwarten, bis die Bedingungen eben wieder für klare Longs hier oben oder für klare Shorts da unten sprechen. So, Silber, natürlich auch super interessant. Die These oder das, worauf eben viele spekulieren, ist natürlich die Mischung aus dem schwachen Dollar, die Geldpolitik und dann eben beim Silbermarkt eben auch nochmal die Hoffnung auf eine Erholung der Industrie. Das ja, Edelmetall Silber ist deutlich stärker abhängig von der Industrie als beispielsweise Gold. Das gleiche gilt auch für Platin und Palladium. Und das ist eben etwas, was vielleicht interessant sein könnte, wenn wir in der Weltwirtschaft Zeichen dafür sehen, dass die Industrie eben wieder aufblüht. Das könnte eben mittel- bis langfristig interessant sein für Silber, dass Silber vielleicht eben auch nochmal etwas aufholt gegenüber Gold. Wir haben es ja in den letzten Monaten gesehen, extrem starke Anstiege.
prozentual im Vergleich zu Gold deutlich stärker. Aber auch hier gibt es eben erstmal einige Gewinnmitnahmen und wir haben starke Unterstützung im Bereich der 21 Dollar. Das, was ich gerade beim Gold beschrieben habe, den Ansatz, das kann man natürlich auch so fortsetzen. Was jetzt interessant ist im Tageschart noch, es gibt zwei Doji-Kerzen, also Unentschlossenheit, möglicherweise am Ende eines Aufwärtstrends. Aber ja, Korrekturbewegungen bedeuten nicht, dass es eine Trendumkehr gibt, sondern Korrekturen ja, werden dann in der Regel irgendwann mal wieder gekauft. Das ist das Basisszenario. Und ja, muss man mal schauen. Also Silber finde ich mittel- bis langfristig deutlich attraktiver als Gold. Wenn sich aber die Stimmung verschlechtert an den Aktienmärkten, die Zahlen rund ums Coronavirus sich weiter verschlechtern, dann müssen wir mal schauen, ob dann eben der Industriefaktor eben hier, ja, also der spielt natürlich dann eine geringe Rolle und da muss man dann eben schauen. Aber die Geldpolitik und ein schwacher Dollar könnte eben auch den Silberpreis natürlich, ja, stützen. Beim RSI sieht man jetzt noch so eine Divergenz, auch ein Warnsignal, aber auch hier braucht man eine Bestätigung. So, wir schauen abschließend nochmal auf den WTI-Preis. Das ist nochmal das Bild vom letzten Mal. Wir haben auch hier eine ganz klare Aufwärtstrendstruktur. Ich habe nochmal die wichtigen Unterstützungsmarken in grün hier markiert. Das heißt, wir haben uns eben hier schrittweise weiter nach oben arbeiten können. Wir sehen aber auch, dass die Dynamik auf der Oberseite deutlich nachgelassen hat. Also die Anstiege, die sind eben deutlich schwächer ausgefallen. Das heißt, ja, das Tempo verlangsamt sich und das deutet eben darauf hin, dass es eben vielleicht auch wieder mal die Chance auf der Unterseite gibt. Und wichtig für mich wäre, dass wir den 100er EMA wieder unterschreiten im 4-Stunden-Chart und dann könnte man eben vielleicht beginnen, auf der Unterseite wieder aktiv zu werden in kleineren Zeiteinheiten. Dass man versucht, Aufwärtskorrekturen zu handeln, aufgrund dessen, dass wir die 41er-Marke auch dabei sind zu unterschreiten. Und das stimmt eben auch nochmal hier mit diesem lokalen Unterstützungsbereich überein. Das heißt, wir sind dabei, einen sehr entscheidenden Unterstützungsbereich zu testen. Und sollte diese Dynamik eben hier anhalten auf der Unterseite, dann hätten wir eben hier unten auch wieder gute Bedingungen für Shorts. Das heißt, die nächsten Ziele übergeordnet wären bei 39 Dollar, dann bei 37,50 oder vielleicht eben auch nochmal in Richtung 34,50 Dollar. Das wäre eine sehr gute Grundlage, also für Shorts, sollte eben dieser Rückgang nachhaltig sein. So, kurzfristig schauen wir uns das auch nochmal an. Hier gab es eine Dreiecksformation, haben jetzt hier den Boden unten getestet, kurz unterschritten, aber kurzfristig sehen wir eben, dass die Bären einen ganz klaren Vorteil haben. Das heißt, man könnte eben versuchen, sich bei einer Aufwärtskorrektur diesen Aufwärtstrend wieder anzuschließen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es aber auch hier schon wieder Verkaufsdruck, wenn dieser Boden eben hier nicht zurückerobert werden kann. Also, wie gesagt, kurzfristig Aufwärtskorrekturen wahrnehmen. Und da muss eben einiges passieren, damit die Bullen eben hier wieder die Kontrolle zurückerlangen. So, die Daten, oder es gibt auch einige Daten, die wichtig sind. Das sind einmal die BIP-Daten aus Deutschland um 10 Uhr und aus den USA um 14:30 Uhr. Und um 14 Uhr gibt es noch die Inflationsdaten aus Deutschland. Das konnte dann natürlich ja, für die Eurohändler sein, wichtig sein und ja, auch nochmal für den DAX. Das war's für heute. Ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.